Ja, ich weiß, der Inhalt von diesem Video ist ein bisschen unsexy, weil es die harte Wahrheit ist. Aber es ist halt einfach die einzige Möglichkeit, wie du dauerhaft schlank bleiben kannst. Und jeder, der was anderes erzählt, der lügt einfach. Alles, was so Richtung Hollywood-Wunderdiät, die eine Übung, das eine Ernährungsprogramm, wie du in Form kommst, das ist alles Schwachsinn. Weil schau mal, ganz egal, für welche Methode du dich entscheidest, um abzunehmen, sie wird funktionieren. Das heißt, egal ob du Kalorien zählst, ob du Punkte zählst, ob du Low Carb machst, ob du irgendwie einfach weniger isst, das wird alles dafür sorgen, dass du Gewicht abnimmst. Das heißt, prinzipiell funktioniert es. Was jetzt aber alle diese Sachen gemeinsam haben, ist, dass sie nur Tools sind. Das heißt, es sind nur Werkzeuge, ein gewisses Ergebnis zu bringen. Allerdings wird sich nie was am Handwerker ändern. Das heißt, du musst zu einer anderen Person werden, wenn du dauerhaft schlank werden willst. Sonst wirst du immer eine gewisse Zeit eine Ernährungsmethode, eine gewisse Ernährungsgewohnheit machen, eine Diät, eine Ernährungsumstellung und wirst dann wieder in alte Muster zurückfallen, weil du diese Sache einfach nicht langfristig beibehalten kannst, weil du nicht diese Person bist, die schlank ist. Wenn du für dich immer noch im Kopf hast, du bist der faule, dicke Typ, dann wird Kalorienzählen nichts ändern, dann wird Punktezählen nichts ändern, dann wird Low Carb nichts ändern, dann wird Low Fat nichts ändern. Du bleibst der dicke, faule Typ, wenn du das hier oben verankert hast. Und das ist dieser eine Punkt, wo ich weiß, das hört sich ultra langweilig an, was ich jetzt gleich alles erzählen werde, aber du wirst nach weiteren gescheiterten Ernährungsversuchen, wirst du irgendwann auf dieses Video hier zurückkommen und wirst mich bitten, dir weiterzuhelfen, weil wenn man nicht an deiner Persönlichkeit arbeitet, wenn wir nicht an deiner Person arbeiten, dann wird sich nie langfristig was tun. Es sind immer nur kurzfristige Erfolge, die du hast. Denn du musst anders werden. Deine Identität, dein Selbstbild muss sich verändern. Die meisten Leute, die dick sind, die nehmen sich dann auch als der dicke Typ wahr. Und genauso wie du dich wahrnimmst, so hast du gewisse Werte und gewisse Glaubenssätze. Hast du schon mal gesagt, abnehmen ist schwer? Gesundes Essen schmeckt nicht. Sport ist Mord. Sport ist super anstrengend. Alle diese negativen Glaubenssätze, die du über dieses Thema Abnehmen, gesunde Ernährung, kalorienreduzierte Ernährung hast, die sorgen dafür, dass du immer wieder so handeln wirst. Denn so wie wir denken, so werden wir handeln. Und ich weiß, du kannst dich kurzfristig disziplinieren. Du kannst für eine gewisse Zeitperiode, kannst du mit viel Disziplin, kannst du diese Glaubenssätze brechen, indem du sagst, mir tut etwas so sehr weh, zum Beispiel du siehst in den Spiegel und denkst dir, ich muss was ändern. Das sieht einfach nicht gut aus. Ich fühle mich so nicht wohl. Ich will nicht mehr so da sitzen müssen. Durch diesen inneren Antrieb kannst du eine gewisse Zeit deine Fehler hier oben überdecken. Da kannst du ein gewisses Konzept verfolgen und das wird funktionieren. Egal mit wem du das machst, egal was du machst. Aber wenn man nicht nachhaltig was an deiner Person, deiner Denkweise verändert, dann wird sich nichts tun, weil du immer durch diese Glaubenssätze wirst du ein gewisses Verhalten an den Tag legen, weil du suchst, der Mensch sucht immer Bestätigung. Wenn du von etwas überzeugt bist, dann wirst du immer nach Bestätigung suchen. Das ist wie die ganzen Leute mit Verschwörungstheorien. Wenn du einmal der Überzeugung von etwas bist, dann wirst du immer Beiträge finden, Bestätigung finden für eine gewisse Sache. Und wenn du der anderen Meinung bist, dann findest du Bestätigung für diese Sache. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel im Außen, wo kannst du das selber mal testen. Google mal ein gewisses Thema für und dagegen. Beispielsweise google mal Low Carb Vorteile, findest einige. Dann google Low Carb Nachteile, findest genauso viele. Und je nachdem, was du jetzt glauben willst, schließt du dich einer Partei an. Und genauso ist es auch beim Abnehmen. Es gibt die einen, die sagen, Abnehmen ist super schwer. Und dann gibt es aber die andere Möglichkeit, wo man sagt, Menschen wie ich, die sagen, das ist super einfach und es tut einem mega gut. Weil gesundes Essen muss nicht langweilig sein. Das muss nicht viel Zeit brauchen. Du musst nicht immer selber kochen. Du wirst sehen, diese Ernährungsumstellung, diese Umstellung auch hier oben, die wird dein Leben viel besser machen. Weil du dich wohler fühlst, weil du disziplinierter wirst, weil du selbstbewusster auftrittst, weil du einfach im Alter fitter bist. Motion is lotion. Bewegung sorgt dafür, dass der Apparat hier frisch bleibt. Dass du mit 50 irgendwie deinen Enkel durch den Garten schiebst und nicht einen Rollator. Dass du in den Spiegel siehst und denkst, das ist ein geiler Typ, der gefällt mir. Und auch wenn du eine Person bist, die viel Stress hat in der Arbeit, nutzt das nicht als Ausrede. Das sind limitierende Glaubenssätze hier oben. Wenn du der Meinung bist, schau mal, super Beispiel, Abnehmen braucht viel Zeit.
das braucht viel Disziplin, dann ist das was, was du hier oben hast. Ich bin komplett anderer Meinung, weil ich es anders kennengelernt habe. Weil ich weiß, durch diese 7 Jahre, wo ich schon mit Menschen arbeite in dem Bereich, genau weiß und Bestätigung bekommen habe, dass egal, wie viel Stress du hast, egal, wie viel Verantwortung hast, egal, wie wenig Lust auf Sport du hast, anfangs, es ist möglich, dass man diese Person von Grund auf verändert. Und ich weiß, es hört sich alles sehr unsexy und nach Arbeit an. Und ja, das ist es. Weil man teilweise auch Ernährungsmuster erkennen sollte. Beispiel, wenn du ein Stressesser bist, ein Frustesser, dann kann man schon sagen, ich diszipliniere mich in diesen Situationen immer, aber viel effektiver wäre es, die Ursache zu finden. Wo ist denn der Kern? Wieso tritt denn das auf, dass du Heißhunger hast? Dass du aus Stress essen willst? Weil am Hunger liegt es nicht. Und wenn Hunger nicht das Problem ist, wird Essen nicht die Lösung sein. Darum muss man da ein bisschen tiefer reingehen in das Ganze. Und für dich wichtig aus diesem Video, vergiss in erster Instanz mal dieses Tool, dieses Werkzeug, wie du abnimmst und schau mal, dass du am Handwerker was veränderst. Das heißt, an deiner Person. Weil dann, ich will nicht sagen, dass es egal ist, welche Methode du bist, da ich sehr überzeugt bin, dass es bessere und schlechtere gibt, zum Beispiel Low Carb, bin ich gar kein Freund davon. Aber dann wird sich sehr stark was in deinem Leben dauerhaft verändern können. Und nur so kann sich was verändern. Wenn du zu dieser Person wirst, für die dieses Essen, dieses gesunde Essen normal ist, der das auch schmeckt, dass wir gewisse Sachen bei dir neu programmieren. Da gibt es ganz einfache psychologische Tricks, die man anwenden kann. Damit wir dein Ernährungsmuster verändern, so dass du Spaß dran hast. Weil aktuell ist halt so, und da kannst du gar nichts dafür, dass du 3-mal am Tag wahrscheinlich was isst, mal 365 Tage, sind 1000 Mahlzeiten im Jahr, es sind 30.000 in 30 Jahren. Und das ist hier oben verankert. Und immer, wenn du jetzt wieder mal versuchst abzunehmen und scheiterst, wirst du in dem bestätigt, dass es schwer ist. Dass du nicht der Typ dafür bist, dass du zu wenig Zeit hast, dass du zu viel Stress hast, dass du einfach gesundes Essen nicht magst und so weiter, dass dein Stoffwechsel langsam ist. Immer und immer wieder, und du gehst dann in diese Opferrolle rein. Und ein Opfer sucht immer Ausreden. Ein Gewinner sucht Möglichkeiten. Darum, wenn du für dich persönlich Lust hast, wirklich dauerhaft was an deinem Gewicht zu verändern, dann trag dich sehr gerne mal für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns ein, weil da werden wir die Schritte mit dir persönlich mal durchgehen. Denn es gibt ja auch nicht diese einzig richtige Sache. Es kommt immer auf die Person drauf an. Frühstückst du gerne, frühstückst du nicht gerne? Wo sind die emotionalen Trigger bei dir? Was treibt dich an? Welche limitierenden Glaubenssätze hast du hier oben? Weil was viele nicht verstehen, ist, dass Abnehmen viel mit Psychologie zu tun hat. Und darum wird auch ein Ernährungsplan, ein Trainingskonzept, das wird nicht groß was verändern. Klar, es gibt Besseres und Schlechteres. Zum Beispiel hatten wir mal einen Kunden, der 10 Jahre Personal Training macht. Jetzt ist er, glaube ich, 3 Monate bei uns dabei und hat bessere Trainingserfolge als in den 10 Jahren, wo ich mir denke, so, was haben denn die 10 Jahre gemacht? Das, was wir machen, ist auch nicht super Raketenwissenschaft, aber anscheinend gegenüber dem, was die meisten machen, schon deutlich besser. Bei der Ernährung natürlich das Gleiche. Wir haben sehr gute Strukturen, wir haben das alles sehr gut ausgetüftelt. Aber wo ich mir sicher bin, wo wir am meisten Fortschritt haben, wieso unsere Betreuung, wenn du ins Coaching bei uns kommst, auch so intensiv ist, wieso wir auch nur limitierte Leute aufnehmen, ist, dass wir an der Person selber arbeiten. Und das höre ich immer wieder von Leuten. Kannst auch mal auf mein Instagram gehen, simon.martis_, oder geh auf die Coaching-Seite, google mich mal. Schau dir unseren YouTube-Kanal an, unsere anderen, wo die Leute erzählen, was sich in ihrem Leben verändert hat und vor allem, was sich dauerhaft tut im Leben. Wenn dich das interessiert, trag dich gerne ein. Ansonsten freue ich mich auf dein Feedback und ganz wichtig, die Entscheidung liegt bei dir. Ob du dieses Video jetzt einfach so, ja, war unsexy, war jetzt nichts, wo so Magic und das druckt man in ein Magazin, das ist toll, das ist das neue Wundermittel zum Abnehmen, das ist die harte Wahrheit, wie es wirklich funktioniert. Oder du nimmst dir mal ein Herz, du sagst, ja, ich will wirklich was verändern, ich will mal mit dem Simon sprechen, dann trag dich für ein Gespräch ein, dann freue ich mich über deine Meinung in den Kommentaren. Lass dir gerne einen Daumen nach oben da und ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein Simon, hau rein, ciao.